Lied könnte ich doch als Solonummer in meinem Abschiedskonzert einbauen, ne? Warum nicht? Ja. So, jetzt haben wir es gleich. Sind wir gleich da. Sagen müssen, dass wir nicht in Stuttgart bleiben. Du meinst, ich hätte ihn anrufen sollen, dass ich nach Hause komme. Da bin ich erreicht. Glaubst du, dass er eifersüchtig ist? Nein, das glaube ich nicht. Er hat sein eigenes Publikum, seine eigenen Erfolge. Der große Pianist. Schwader. Ich würde dich ja gern noch zu einem Trink reinbitten, aber ich bin Hundemüde. Ich werde gleich ins Bett fallen. Kein Problem. Wir sehen uns ja dann morgen. Ja, gute Nacht. Gute Nacht, Joanne. Gillis! Bitte schnell! Es ist etwas Schlimmes passiert. Im Wohnzimmer. Hinten am Sofa. Sie lebt noch. Georg! Was mit ihm? Kümmere dich um das Mädchen. Du Arschloch. Miriam Wolf, wahrscheinlich eine seiner Schülerinnen. So ein Schlössensweg hier. Stell dir den Skandal vor. Professor verführt Schülerin im Drogenrausch. Auch noch Heroin. Auszudenken, wenn jemand davon erfährt. Ja. Du kannst automatisch mitrennen. Ja, eben. Also mach was. Lass dir was einfallen. Sie braucht dringend einen Arzt. Keinen Krankenwagen. Hörst du? Also pass auf, ich bring das hier in Ordnung. Das kostet ein bisschen was. Das spielt doch jetzt keine Rolle. Ja? Hans, Gilles hier. Es ist mitten in der Nacht. Hör zu, ich habe ein Problem. Was du nicht sagst. Ich habe ein Problem und du kennst es. Seit 3 Monaten versprichst du mir, dass du dich um einen Job für mich kümmern willst. Jetzt hast du einen. Was willst du? Hör zu, ich habe hier ein Mädchen, die hat einen Unfall. Ich bringe die jetzt zu dir, du rufst einen Krankenwagen. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Und was hat sie? Erzähl ich dir später. Gilles, das hört sich aber nach Ärger an. Du wirst gut dafür bezahlt. Wie viel? 100.000. 20.000 sofort, bar auf die Hand. Ist gut. Bring sie her. Nein, tut mir leid. Karten für das Konzert gibt's nur noch an der Abendkasse. Ja, bitte, keine Ursache.
Büro Flanders Schrader. Gut, dass Sie anrufen. Ja, das habe ich bei Ihnen ja so bestellt. Gelbe Rosen, weiße Lilien gemischt. Ich verlasse mich auf Sie. Läuft alles? Ja, der Vorverkauf ist glänzend. Du wirst sehen, es wird eine großartige Veranstaltung. Was ist mit dir? Was ist passiert? Dein Mann? Er widdet mich an. Erzähl. Letzte Nacht, als Gils und ich von Stuttgart gekommen sind. Ihr wolltet doch dort übernachten. Ja, haben wir aber nicht. Eine seiner Schülerinnen lag da, halbnackt und zugefixt, ohne Bewusstsein, die Spritze noch in der Hand und Schrader nebenan. Nicht ansprechbar, völlig verwirrt. Hat er sie? Ja, natürlich hat er. Und wenn ich ihn nachher frage, kann er sich wieder an nichts mehr erinnern. Und was ist jetzt? Ja, ich bitte dich. Das ist kein Joke, was er macht mit den Mädchen. Das ist kriminell. Was ist mit das den Mädchen? Das ist grotesk. Ich mache ein Benefizkonzert gegen Missbrauch von Drogen und mein eigener Mann. In meinem eigenen Haus passiert so etwas. Das ist... Joanne, wo ist dieses Mädchen jetzt? Gilles hat gesagt, er bringt das in Ordnung. Mhm. Oh, du bist voreingenommen. Du bist immer noch sauer. Nein, bin ich nicht. Ich weiß, dass er mit falschen Karten spielt. Und das könnte für dich sehr unangenehm werden. Was ist das? Das sind Überweisungen von Schraders Privatkonto auf eine Schweizer Bank. 50.000 Mark jedes Mal. 6 Mal in den letzten 11 Monaten. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Weil ich erst seit gestern sicher weiß, wem dieses Konto in der Schweiz gehört. Gilles? Ja. Und entweder besorgt er deinem Mann den Stoff. Oder er nimmt ihn langsam aus. Du meinst, er erpresst ihn? Das traue ich ihm zu. Und wenn er deinen Mann in der Hand hat, dann muss er sich bei dir auch nicht genieren. Ich bin heute Nachmittag bei der Anprobe. Wenn du Lust hast. Ja, ich komme auf jeden Fall. Ja, bitte? Entschuldige, hast du einen Moment Zeit? Du kannst ruhig reden. Ich habe Astrid alles erzählt. Gut, wie du willst. Also, diese Geschichte hat sich erledigt. Das hoffe ich. Das Mädchen liegt im Krankenhaus. Niemand wird mehr darüber reden. Und mehr musst du jetzt auch nicht wissen. Hm? Mehr will ich auch nicht wissen. Nur noch eins. Wie teuer wird dieses Schweigen? Hunderttausend. Minimum. Was heißt Minimum? Naja, das funktioniert nur, solange das Mädchen im Koma liegt, nicht reden kann. Und sie später hoffentlich an nichts mehr erinnert. Und wenn doch? Tja, dann müssen wir uns was Neues einfallen lassen. Du meinst mehr Geld? Das habe ich mir schon gedacht. Ein arbeitsloser Lehrer ist erschlagen worden. Mit einem Hammer. Zwei Kollegen vom Rauschgift, die hat er ihn gefunden. Drogengeschichte? Sieht so aus. Herr Hane, schauen Sie mal. Das habe ich hier gefunden. Ja,
Altersvorsorge? Ein erster Schritt. Dann kann ich früh genug damit anfangen. Kann ich ein paar Handschuhe haben? Danke. Bitte. Und, wie viel ist es? 20.000, wenn ich richtig gezählt habe. Aber bei solchen Summen habe ich immer leicht Schwierigkeiten. Ja, 20.000 ist eine ganze Menge für einen Arbeitslosenlehrer. Und obendrein sehr unsicher angelegt. Der Täter scheint wirklich keine Zeit gehabt zu haben. Sonst hätte er das Geld leicht gefunden. Ein Einbrecher? Sie meinen die aufgebrochene Tür? Nein, das waren unsere Kollegen von der Drogenfahndung. Ja, genau. Was haben die eigentlich hier gesucht? Ja, heute Nacht gegen 1.30 Uhr wurde hier aus dieser Wohnung ein Krankenwagen gerufen. Ein junges Mädchen wurde von hier aus mit einer Überdosis Heroin und bewusstlos ins Krankenhaus gebracht. Und der Anrufer war der Wohnungsinhaber, Hans Rode. Dem man anschließend den Schädel eingeschlagen hat. Ja, nicht anschließend, sondern erst gegen morgen. Vermutlich zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr. Eine Nachbarin hat einen Mann aus Rotes Wohnung um diese Zeit kommen sehen. Und, kann sie ihn beschreiben? Sie sagt ja. Hier, Name und Adresse des Mädchens. Sie ist immer noch nicht bei Bewusstsein. Miriam Wolf. Und sonst noch was gefunden? Sie meinen Rauschgift? Ja, mit allem, was dazugehört? Nein, nichts. Aber das hier. Zitatwaffe? Eindeutig. Wie gesagt, der Täter muss es verdammt eilig gehabt haben, sonst lässt man so ein Beweisstück nicht zurück. Was ist denn das? Gab es einen privaten Zustelldienst? Wir sind dabei, den Fahrer zu ermitteln. Hier, um diese Frau sollten wir uns mal kümmern. Wer ist das? Marlies Rode. Sie ist 3 Jahre von Rode geschieden, kommt aber jede Woche einmal und macht ihm die Wäsche. Ja, das ist wahr. Was Sie alles wissen. Was die Nachbarn halt so mitkriegen. Hier, die Adresse. Danke. Das ist was für Wiegand. Ich sehe mich mal in der Umgebung des Mädchens um. Ach, bevor ich es vergesse. Ihre Alleingänge, Herr Kollege. Super. Verdammt gute Arbeit. Sehr aufmerksam. Ich bin auch zufrieden. Ist das der Tote? Ja, mit seiner geschiedenen Frau. Und Sie meinen, dass die gute Frau jetzt auf einen Besuch von mir wartet? Genau das meine ich. Wo wohnt sie denn? Hier in der Lerchenauer Straße 15. Hm. Wissen wir denn schon was über die Tatzeit? Vermutlich zwischen 10 und 10.30 Uhr. Dann hilft uns das hier vielleicht ja weiter. Der Nachbar, mit dem ich gerade gesprochen habe, der hat gegen 10.30 Uhr einen Wagen mit dem Kennzeichen beobachtet, der die Hofeinfahrt blockiert hat. Fahrzeughalter? Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Gut, das mache ich. Eine Hand wäscht die andere. Frau Ihnen irgendetwas gesagt? Nur, dass sie in die Stadt fährt, um das Kleid fürs Konzert anzuprobieren. Kann ich sonst was für Sie tun? Nein, danke. Ich wollte Esti vorher nicht sagen. Ich habe mir überlegt, ob ich Esti überhaupt sage. Was denn? Gilles hat noch mal angerufen. Er will 250.000 Mark. Wofür? Allgemeine Unkosten, hat er gesagt. Er weiß, dass er in den Staaten keine Lizenz hat und will einfach noch mal alles abkassieren. Was hast du ihm gesagt? Was soll ich machen? Ich werde zahlen. Wann? Er will das Geld heute noch. Ich muss mich beeilen, bevor die Banken schließen. Du kannst da nicht einfach reinspazieren und das Geld am Schalter verlangen. Ich weiß. Joanne, du bist verrückt, wenn du das machst. Ja, vielleicht. Aber ich müsste irgendwie wieder raus aus diesem Teufelskreis. Ja, mit dem Chef habe ich gesprochen. Das geht in Ordnung. Ja, die Telefonnummer ist die 152. Können Sie mal kurz kommen, bitte? 152-3810. Ja. Okay, danke schön. Wiederhören. Das ist Martin Wolf, der Vater des Mädchens. Auf der Tatwaffe sind nur Fingerabdrücke von Rode und von einer unbekannten Person.
Aber nicht von ihm. Nee. Haben wir am trockenen Flussbett geangelt. Muss nicht. Er kann da trotzdem mit drinstecken. Er hat zugegeben, dass er bei Rode in der Wohnung war und mit ihm gestritten hat. Der Mann hat ein Motiv, das ist doch gar nicht von der Hand zu weisen. Ja, und was für eins. Ein sehr überzeugendes sogar. Also wenn es meine Tochter gewesen wäre, mit der man das gemacht hat. Na servus. Die Tatzeit, von der wir bisher ausgegangen sind, war falsch. Ich habe vorhin mit dem Zusteller telefoniert, der Rode das Päckchen gebracht hat. Der hat jetzt diese Empfangsbestätigung durchgefaxt. Zugestellt um 10.50 Uhr. Das heißt, als Wolf die Wohnung verließ, hat Rode noch gelebt. Na, vielleicht kennt er ja den Täter. Also für einen Haftbefehl reicht das nicht aus. Was ist denn mit der geschiedenen Frau von Rode? Die wird nicht erreicht. Die arbeitet bei einer Bank und ist bis morgen im Urlaub. Dranbleiben. Wo ist denn sonst? Mehr haben wir ja im Moment nicht. Was ist? Warum kommt der Anwalt nicht? Sie brauchen keinen Anwalt mehr. Sie können gehen. Entschuldigung, haben Sie ein Foto von Ihrer Tochter dabei? Ja. Hier. Kann ich das fürs Essen behalten? Ja, bitte. Dankeschön. Mein Kollege wird Sie rausbegleiten. Also, was ist jetzt? Red schon. Ich hab's eilig. Deine Frau warte nicht gerne, das weißt du. Tu mir einen Gefallen, Gillis. Und lass dich hier nie wiedersehen. Das könnte dir so passen. Hm? Ich darf dir jahrelang dein Pulver besorgen. Und ich hab dich reichlich bezahlt. Reichlich? Ja, einen Moment mal bitte. Das ist nun mal der Promi-Tarif. Plus Schweigegeld. Hm? Aber bitte, willst du haben? Die Presse wird sich gerne drauf stürzen. Schwein. Du bist ein solches Schwein. Ich hätte es wissen müssen, ich hätte es wissen müssen. Pappalapapp. Was willst du eigentlich? Bisher ist dir der Umgang mit mir ganz gut bekommen. Hm? Immer gutes Zeug, junge Mädels. Ich brauche es nicht mehr. Verstehst du? Ich will es nicht mehr. Das schaffst du doch gar nicht, Schade. Ohne das Zeug findest du keine Klaviertaste mehr. Hm? Raus. Und von der Potenz. Warum kann ich erst reden? Raus! Also, wie du willst. Gib dir zwei Tage, bis du wieder angekrochen kommst. Und übrigens, hier weiß es eh. Dass es ohne dem nicht mehr geht. Verschwinde! Herr Kollege, würden Sie bitte mal aus dem Fenster schauen. Würden Sie bitte rauskommen, so leid es mir tut. Ja, habe ich Sie gerettet oder gestört? Weder noch, das war eine dienstliche Verabredung. Manchmal macht Dienst richtig Spaß, hä? Die beiden sind Mitschülerinnen von Miriam Wolf. Sie soll eine ausgezeichnete Pianistin sein und mit Drogen überhaupt nichts am Hut haben. So langsam glaube ich's. Haben Sie Ihnen die Fotos von Rode gezeigt? Ja. Ich hab die Mädchen am Rode nicht erkannt. Die haben ihn nie gesehen. Hat sie einen Freund? Nee. Aber sie soll unsterblich in ihren Professor verliebt sein. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Es gibt einen neuen Fall. Jemand ist in seinen Wagen erschossen worden. Der Tote heißt Rolf Gillis, Kaufmann, 48 Jahre alt. Die Sachen sind bei ihm gefunden worden. Schlüsselbund, Brieftasche, Ausweis, Fahrzeugpapier. Hat er ein Handy? Nee. Gibt's doch gar nicht. Heutzutage haben die doch alle ein Handy.
Na gut, dann geben Sie mal dem Hane durch. Jo. Können Sie mal kurz kommen? Ja. Bitte machen Sie mir doch davon mal ein paar schöne Porträts, ja? Okay. Extra groß. Okay. Sie haben doch selbst den Obduktionsbericht gelesen. Kollege, ist hier der Partner von einem Herrn Gillis? Das ist ein anderer Fall. Ja, ich verstehe es trotzdem nicht. Rode hatte nicht einen einzigen Einstich. In der Wohnung ist kein Krümel Stoff gefunden worden, keine fixe Utensilien, nichts. Die Kollegen von der Drogenverhandlung sagen, dass er in der Szene absolut unbekannt ist. Ja, ich weiß auch nicht, was sie Miriam Mochter bei dem gemacht hat. Zumal sie in aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht gekannt hat. Vielleicht hat er sie ja von der Straße aufgesammelt. Ja, vielleicht. Da fällt mir ein, ich habe mit dem Krankenhaus telefoniert. Der behandelnde Arzt rechnet damit, dass sie morgen aus dem Koma aufwacht. Sag mal, haben wir eigentlich die Kleidung von dem Mädchen? Nö. Wäre doch nicht ganz unwichtig, oder? Na gut, kümmere ich mich drum. Wenn ich mit dem Abwasch fertig bin. Puh. Der Typ muss ein Junggeselle gewesen sein, dem die Putzfrau weggelaufen ist. Können Sie mal kurz kommen? Das sind Konzertverträge mit Joan Flanders. Das ist doch eine Sängerin. Ja, die ist klasse. Unterschrieben Rolf Gillis. Hm. Offensichtlich hat er sie gemanagt. Ja, klar. Hier sind all ihre Konzerttermine drin. Steht da irgendwo ihre Adresse? Ja, hier. London, herrlich. Kannst du mich heute Abend vom Flughafen abholen? Ankunft 23.10 Uhr. Die Flugnummer ist BA956. 26. Tja, das hat er leider nicht mehr geschafft. Gillis, hör mal zu. Ich steig da wieder aus, das gefällt mir nicht. Spar dir den Rest, ja? Ende. 26. Wieso sagt der Blödmann seinen Namen nicht? Ende der Aufzeichnung. Ja, du, wach mal. Die Fax sind gerade gekommen. Moment. Hey. Lorenz, da bin ich wieder. Hm? Nein, ich habe noch lange nicht alles zusammen. Ja, das stimmt. Der Gillis war der Europamanager der Flanders. Ja? Von der Spurensicherung? Nein, habe ich noch keinen Bericht. Tut mir leid. Hast du schon Zeitung gelesen? Naja, da findest du alle Fotos, die du brauchst. Ja. Okay, bis nachher. Tschüss. Ja, ein paar Journalisten haben angerufen. Nein, das Konzert wird nicht darunter leiden. Ja, der Arzt ist noch bei ihm. Bis später. Ja? Die Herren sind von der Polizei. Von der Mordkommission nehme ich an. Ja, richtig. Mein Name ist Siska Günther. Wiegand. Astrid Keller, ich bin die Privatsekretärin von Joan Flanders und von Professor Schrader. Das ist der Ehemann? Ja. Können wir den Professor sprechen? Nein, das geht im Moment leider nicht. Das geht ihm nicht besonders gut. Der Arzt ist bei ihm. Hat das was mit dem Mord an Herrn Gillis zu tun? Nein, sicher nicht. Ich würde sagen, er ist einfach überarbeitet. Was macht er? Er ist ein berühmter Konzertpianist. Aber er unterrichtet auch an der Hochschule für Musik. Das ist ein schönes Büro, haben Sie hier. Ja. Wenn Sie sich setzen wollen. Erzählen Sie uns was über Rolf Gillis. Was wissen Sie über ihn? Sehr wenig. Eigentlich nichts. Gut. Fangen Sie doch einfach mal an. Wir waren ein Team. Beruflich. Er war ein freundlicher Kollege. Zuverlässig und hilfsbereit. Er hat
wie man so sagt, einen guten Job gemacht. Können Sie sich vorstellen, dass es jemanden gibt, der ganz anderer Meinung ist? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Welcher Mensch hat nur Freunde? Gab es in letzter Zeit irgendwelche Differenzen zwischen Herrn Gillis und Frau Flanders? Sie haben meine Frage verstanden? Ja. Warum antworten Sie nicht? Weil ich es nicht weiß. Ich werde nicht dafür bezahlt, Interne aus diesem Haus weiterzugeben. Hören Sie zu, es geht hier um Mord und ich möchte eine klare Antwort. Gab es Unstimmigkeiten zwischen Gillis und Frau Flanders? Nein. Frau Flanders hat oft gesagt, ohne Gillis wäre sie aufgeschmissen. Wo ist Frau Flanders jetzt? Im Theater auf einer Probe. Gut, danke, das war's fürs Erste. Ach, eine Frage hätte ich noch. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 8 und 10? Hier in meinem Büro. Wir bereiten gerade ein Konzert vor, da ist eine Menge zu tun, manchmal auch nach Feierabend. Kann das jemand bezeugen? Ja, die Haushälterin, Frau Ebel. Sie ist gegen 22 Uhr zurückgekommen, um das Frühstück für heute Morgen vorzubereiten. Kurz danach habe ich mich von ihr verabschiedet. Danke. Wiederschauen. Danke, Wiederschauen. Keller hier. Frau Flanders würde ich gern sprechen. Wiederschauen. Auf Wiederschauen. Na, das war ja eben peinlich jetzt, dass Sie Schrader nicht kennen. Ich kenne Oscar Peterson, ich kenne Keith Jarrett, ich kenne Dave Brubeck. Und Richard Kleidermann. Na oui, ich liebe ihn sehr. Aber ernsthaft jetzt, es könnte eine Verbindung geben zwischen unseren beiden Fällen. Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben doch gesagt, dass Miriam Wolf in ihren Professor verknallt ist. Ah ja? Vielleicht heißt der Professor ja Schrader. Schraders Schülerin wird von Rodes Wohnung aus ins Krankenhaus gebracht. Gillis, der Manager von Schraders Frau, ist tot. Rode ist tot. Und das Mädchen ist vielleicht die Verbindung zwischen den beiden. Ja, das kann ein Zufall sein. Aber möglich wäre es ja. Ne? Was halten Sie denn von unserer Miss Keller? Hm, ziemlich zickig, die Dame. Ja. Kriegen wir hin, ne? Ja. Sagt, Sie wollen mit Frau Flanders sprechen? Ja, gern. Ich sag ihr Bescheid. Danke. Na, sehen Sie, das ist doch gut so. Na gut. Machen wir bitte eine Viertelstunde Pause. Danke. Herr Siska, Sie wollten mich sprechen. Meine Sekretärin hat Sie avisiert. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja, danke. Schreckliche Geschichte mit Gillis. Wenn es nicht über so viel ginge, würde ich das Konzert absagen. Worum geht's? Es ist ein Benefizkonzert. Mit den Einnahmen soll eine Therapieeinrichtung für drogenabhängige Jugendliche finanziert werden. Wollen Sie nicht kommen? Ich lasse Ihnen zwei Karten an der Kasse hinterlegen. Morgen Abend. Ja, gern. Das ist sehr nett. Aber vorher muss ich noch ein bisschen arbeiten. Einen Mord aufklären. Zwei. Kennen Sie einen Mann namens Rode? Nein. Ich kenne niemanden, der so heißt. Gillis wurde gestern Abend gegen 9 erschossen. Wo waren Sie zu der Zeit? Sie sind sehr direkt. Ja. Ich war von 19 bis 23 Uhr im Hotel Aramis. Eine PR-Veranstaltung für dieses Konzert. Gillis war dabei bis gegen 8:30. Ein Hotelpage ist vorbeigekommen und hat ihn ans Telefon gerufen. Wissen Sie, wer angerufen hat? Nein. Im Weggehen hat er mir gesagt, dass er mich um 23 Uhr vom Hotel abholen würde. Genau das. Ja, wir wollten noch was besprechen. Ich habe
20 Minuten auf ihn gewartet in der Hotelhalle. Als er nicht kam, habe ich ein Taxi genommen und bin nach Hause gefahren. Ist das ausführlich genug? War Ihr Mann zu Hause, als Sie kamen? Ja. Aber es ging ihm nicht gut. Deshalb habe ich einen Arzt gleich heute Morgen kommen lassen. Er ist nicht gut drauf im Moment. Wie war das Verhältnis zwischen Ihrem Mann und Herrn Gillis? Ganz normal. Sie hatten ja beruflich nichts miteinander zu tun. Können wir es nochmal probieren? Nein. Bitte, auf welche Frage haben Sie denn jetzt mit Nein geantwortet? Sie wollten ja doch sicher wissen, ob ich ein Verhältnis mit Gillis hatte. Er war ein guter Agent und ich habe ihm viel zu verdanken, mehr nicht. Und wie kommen Sie jetzt ohne ihn aus? Meine Sekretärin Astrid Keller wird das übernehmen. Sie kennt sich in dem Geschäft sehr gut aus. Ah, da sind Sie ja. Wieso ist denn hier heute niemand im Büro? Ich habe die geschiedene Frau von Rode hinunter begleitet. Da müssen wir aneinander vorbeigelaufen sein. Kann sein. Was, sie war hier? Und wie? Sie hat uns erzählt, dass Gillis und Rode sich seit dem Militärdienst kannten. Und außerdem hat sie die Stimme auf dem Anrufbeantworter eindeutig als die von Rode identifiziert. Ich hab doch gesagt, dass die beiden Fälle zusammenhängen. Hier aber nicht. Wollen Sie es noch besser haben? Aber immer. Dann erkläre ich die Ermittlung an dem Fall Rode hiermit für abgeschlossen. Allerdings mit einem kleinen Schönheitsfehler. Der Mörder ist tot. Ja, Sie wissen, wer das ist. Ich vermute Gillis. Seine Fingerabdrücke waren auf der Tatwaffe, den Geldscheinen und am Küchenfenster von Rode. Womit wir wieder bei unserem aktuellen Fall wären, hä? Wer hat Gillis erschossen und warum? Vielleicht bekommen wir auch in dieser Sache heute noch eine Antwort. Der Lorenz ist ins Krankenhaus gefahren, die haben angerufen. Miriam Wolf ist aus dem Koma erwacht. Da fällt mir ein, demnach ist unser Professor Schrader ja auch mit ziemlicher Sicherheit der Prof, in den Miriam Wolf verknallt ist. Ich habe eine Idee. Ich muss weg. Ja, und Sie hauen ab? Ja. Wohin? Flanders. Das ist ja noch schlimmer. Wie heißt der Mann, dem du das antust? Dieser Mensch heißt Beethoven. Sag das nicht so überheblich. Ich weiß, dass du meine Musik nicht magst. Das stimmt nicht. Ich mag jede Art von Musik. Das war nicht jeden Text. Aber ich liebe deine Stimme, das weißt du. Die Polizei war heute bei mir in der Probe. Wegen Gillis? Ja. Und wenn sie herausfinden, was hier passiert ist, werden sie auch glauben, dass wir... dass einer von uns Gillis umgebracht hat. Dieser Mensch hat nichts anderes verdient. Du weißt ja gar nicht alles, was sie... Ja! Die Polizei ist gerade auf den Hof gefahren. Herr Siska. Oh, bitte führen Sie ihn rein. Bleib. Ich bin es leid, immer für alles den Kopf hinzuhalten. Du hast uns diese Suppe eingebrockt. Bitte schön. Danke. Guten Tag. Herr Siska, mein Mann. Guten Tag, Herr Schrader. Geht's Ihnen wieder besser? Ja, ja. Herr Siska hat sich heute meine Probe angehört und kommt morgen ins Konzert, haben Sie versprochen. Ja, das halte ich auch. Ich nehme an, Sie wollen mit mir über Gillis sprechen. Ja. Tja, ich kann mir seinen Tod absolut nicht erklären. Wann haben Sie Gillis zum letzten Mal gesehen? Brauchen Sie mich da auch? Ach ja, ja, bitte bleiben Sie.
Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Vorgestern Vormittag. Er war hier, um meine Frau abzuholen zu ihrem Konzert nach Stuttgart. Und da sind Sie sich ganz sicher? Nein, warten Sie. Gestern Abend war er kurz hier. Was wollte er? Ich weiß es nicht. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 8 und 10? Hier? Zu Hause? In der Bibliothek, glaube ich. Du hast mir gesagt, du hättest geschlafen. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe mich auf die Uhr gesehen. Kennen Sie eine Miriam Wolf? Sie müssten dieses Mädchen kennen. Sie ist eine Ihrer Schülerinnen. Ja, ich kenne nicht alle namentlich. Dieses Mädchen war vorgestern Abend hier in Ihrem Haus. Oh, davon weiß ich nichts. Ich war vorgestern, wie gesagt, mit Gilles in Stuttgart. Miriam Wolf hat nach einer Überdosis Heroin, die man ihr hier in diesem Haus verabreicht hat, einen Schock erlitten und liegt seitdem im Koma. Sobald sie das Bewusstsein wiedererlangt, wird sie uns sagen, was hier passiert ist. Sie entschuldigen mich einen kleinen Moment. Ja, Siska? Bullshit. Was redest du da nur zusammen? Du machst dich mit jedem Wort verdächtiger. Dein Anwalt hat angerufen. So? Willst du dich scheiden lassen? Hättest du mir eigentlich auch selber sagen können. Wozu dieser ganze Umstand? Hier. Die haben sie in der Eile vergessen. Ah, danke. Ja gut, hier stehen schon vielleicht zwei Wagen. Vergleichen Sie die Reifen mit den Fotos. Jo. Ach so, aus dem Krankenhaus haben wir leider keine guten Nachrichten. Miriam Wolf kann sich an überhaupt nichts mehr erinnern. Flixt. Ja, tut mir leid für Sie. Also, viel Glück. Jo. Ja. Ich bin nur noch mal gekommen, um mich von Ihnen zu verabschieden. Das war jetzt die Nachricht aus dem Krankenhaus, auf die ich so dringend gewartet habe. Miriam Wolf ist wieder bei Bewusstsein. Ja. Auf Wiedersehen. Warten Sie. Den Weg können Sie sich sparen. Ich kann Ihnen die Geschichte auch erzählen. Wenn Sie in den Polizeidienst eintreten wollen, erkläre ich Sie Ihnen gern. Sagen Sie, der Wagen hier, wem gehört denn der? Professor Schrader. Ist Ihr Kollege im Haus? Ja. Sagen Sie ihm doch bitte, dass ich ihn gern sprechen würde. Nicht hier. In 2 Stunden vor der Glyptothek, mir ist noch was Wichtiges eingefallen. Gut. Danke. Habe ich die Taxizentrale? Ja, hier Hane, Kripo München, Mordkommission. Wir suchen einen Taxler, der vorgestern zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr die Sängerin Joan Flanders vom Hotel Aramis in die Hermine-Blandt-Straße gefahren hat. Ja? Ja, mit Funk müsste sich das doch leicht machen lassen. Gut. Mein Name? Heinrich Anton Heinrich Nordpol Emil. Danke. Nein, danke ist nicht mein Familienname. Es ist nur, ja, ich wollte. Wurscht. Haben Sie noch einen Wunsch? Danke. Guten Appetit. Danke. Begreifst du jetzt, warum ich nicht mehr mit dir leben kann? Du würdest mich immer wieder in diese Schwierigkeiten bringen. Solche Auftritte wie heute machen mich krank. Hast du Gilles umgebracht? Das frage ich dich. Dich hat er genauso erpresst. Deinetwegen. Ein kleiner unauffälliger Mord ist doch immer noch besser als ein öffentlicher Skandal. Was redest du da? Das ist noch lange nicht ausgestanden.
bin ganz sicher, du hast längst sämtliche Vorkehrungen getroffen, damit du da heil rauskommst. Was meinst du damit? Nichts. Du hast doch immer einen Revolver gehabt. Wo ist er? Hast du Gillis damit erschossen? Du warst weg an dem Abend, hat mir Astrid erzählt. Gib dir keine Mühe. Ich weiß, wie du inzwischen deine Gunst verteilst. Ich war nicht weg. Wo ist der Revolver? Keine Ahnung. Irgendwo im Schrank. Ich habe ihn nie benutzt. Guten Abend. Guten Abend. Hätten wir das nicht auch in Ihrem gemütlichen Arbeitszimmer besprechen können? Ich meine, ich war doch da heute Mittag. Ich weiß. Ich wollte nicht, dass Schrader was davon mitbekommt. Und warum hier? Ich wohne da drüben. Klingt logisch. Gehen wir rein? Ja. Gillis und Schrader hatten gestern Abend einen sehr heftigen Streit. Wann genau? Kurz vor 19 Uhr. Worum ging's? Gillis wollte was von Schrader und das hat er abgelehnt. Daraufhin hat Gillis gedroht, irgendwas an die Presse weiterzugeben. So ähnlich habe ich das heute Mittag schon mal gehört. Das ist das eine. Das andere... Damit wir uns richtig verstehen, wir sprechen hier von Motiven, die Schrader gehabt haben könnte, Gillis umzubringen. Gehabt hat. Schrader ist seit längerer Zeit eifersüchtig auf Gillis, weil er glaubt, Joanne hätte ein Verhältnis mit ihm. Und, hatte sie? Nein. Das ist absoluter Blödsinn. Ja, und wie ging es denn gestern Abend weiter? Schrader hat Gillis rausgeworfen und hat sich dann in die Bibliothek zurückgezogen. Aber vielleicht ist er noch mal rausgegangen. Er hat die Angewohnheit, abends immer noch einen längeren Spaziergang zu machen. Hat er eine Freundin? Da fragen Sie mich zu viel. Sie sind seine Sekretärin, da müssen Sie mitkriegen. Schrader ist ein umschwärmter Mann. Vielleicht hat er eine. Wir wissen jedenfalls nichts davon. Wir? Joanne. Ich meine Joanne. Ja, und als Sie gestern Abend das Haus verließen, da war er aber noch da. Das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht von ihm verabschiedet. Dass Schrader rauschgiftsüchtig ist, das wissen Sie sicher, ja? Ja. Was für ein Sinneswandel ist in Ihnen vorgegangen? Ich meine, dafür, dass Sie keine Interne ausplaudern, haben Sie jetzt ganz schön viel geredet. Hey, guten Morgen. Hm. Guten Morgen. Und? Wie war das nächtliche Rendezvous mit der Dame? Stark. Echt? Stark unter Niveau. Oh. Ich gehe jetzt, glaube ich, den ganzen Tratsch aus dem Hause Schrader Flanders. War mir alles ein bisschen zu durchsichtig. Ich habe das Gefühl, die wollen mich mit der Nase drauf stoßen, dass Schrader der Mörder von Gillis ist. Könnte aber auch gut sein. Die Reifenspuren auf dem Foto sind von Schraders Wagen. Sein Alibi ist ziemlich zweifelhaft. Dafür ist sein Motiv umso handfester. Wenn Gillis mit der Geschichte an die Presse gegangen wäre, dann hätte Schrader ganz viel Ärger gekriegt. Naja, das stimmt schon, aber... Danke. Was noch schwerer wiegt, er hat Gillis für seinen körperlichen, seelischen und schöpferischen Niedergang verantwortlich gemacht. Also gut, besorgen wir uns einen Durchsuchungsbeschluss, ja? Da ist er. Das war Schallgeschwindigkeit, Hane. Und was machen wir hiermit? Mitnehmen, mitnehmen. Moment! Jetzt. So was immer noch erlaubt ist. Ja. Wenn die Polizei wenigstens die Reinigungskosten bezahlen würde. Ich werde das mal vorschlagen. Das ist eine gute Idee. Das Büro von der Keller auch? Ja, das ist recht. Haben Sie was gegen die Lady? Dazu werde ich mich jetzt hier nicht äußern.
Typ? Die Frau oder die Waffe? Die haben wir in seinem Schreibtisch gefunden. Vermutlich die Waffe, mit der auch geschossen wurde. Wenngleich? Es fehlt keine Kugel. Aha. Gut, dann schauen Sie mal hier. Hier fehlen zwei. Ab damit ins Labor. Was das Bild betrifft, eigentlich hatte ich gehofft, die Künstlerin in Natura zu erleben. Hm. Fehlanzeige, ausgeflogen. Aber wissen Sie was? Ich habe 2 Karten für das Konzert heute Abend. Kommen Sie mit? Einverstanden. Frau Ebel? Frau Ebel, Entschuldigung. Sagen Sie, ist heute Morgen jemand mit der Glocke durchs Haus gelaufen und hat gerufen, Vorsicht, Polizei, alle in Deckung? Ich meine, wo sind die denn alle? Frau Flanders ist beim Friseur. Frau Keller hat in der Stadt zu tun und kommt heute nicht hierher. Und der Professor hatte eigentlich um 10 Uhr eine Musikaufnahme im Funkhaus. Eigentlich? Na, die haben vorhin angerufen, er ist nicht da. Ich habe ihn gestern Abend zum letzten Mal gesehen. Er hat heute Morgen nicht gefrühstückt und sein Bett war nicht benutzt. Kommt das öfter vor? Ich meine, wissen Sie für gewöhnlich, dass er verreist? Ja, eigentlich schon. Soll ich Frau Flanders anrufen? Ich weiß, bei welchem Friseur sie ist. Nein, um Gottes Willen, Sie haben ja genug zu tun. Geben Sie mir nur die Nummer, ich mache das schon. Das ist der Taxifahrer, der Frau Flanders am Tatabend vom Hotel Aramis nach Hause gefahren hat. Guten Tag. Wann war das? Ich habe vor dem Hotel gestanden. 10 vor 11 kam die Dame aus der Hotelhalle und hat sich in den Vorraum eines Wagens gesetzt. Von Schrader gibt es nichts Neues. Wissen Sie das genau? Ja, absolut. Ich war gegen 23.20 Uhr in der Hermine-Blandt-Straße. Dort ist die Dame ausgestiegen. Ja, vielen Dank. Wenn nicht nötig, ich bin von allein hinaus. Ja, das glaube ich. Aber es geht bei uns nicht. Herr Kollege, bringen Sie nach. Ja. Jetzt hat's ein Problem. Joan Flanders hat einen Fehler gemacht. Aber sie war bei der Veranstaltung. Alle haben sie gesehen. Sie kann Gilles nicht erschossen haben. Aber sie hat gewusst, dass er erschossen wird. Gilles sollte sie um 23 Uhr vor dem Hotel abholen. Sie hat gesagt, sie habe 20 Minuten auf ihn gewartet. Also bis 23.20 Uhr. Sie hat aber um 22.50 Uhr das Taxi genommen. Also zu einem Zeitpunkt, wo sie noch gar nicht wissen konnte, dass Gilles nicht kommen kann. Sie ist vorher weggefahren, weil sie wusste, dass er nicht kommt. Weil er zu dem Zeitpunkt schon tot war. Tja, so einfach ist das mit der Logik. Gibt's was Neues von der Kriminaltechnik? Ja. Die Fingerabdrücke von Schrader sind auf der Tatwaffe. Und das Handy von Gilles steckte in Schraders Jackentasche in seinem Schrank. Vielleicht war es doch. Ach ne, jetzt komm, aber das ist ein bisschen zu dick, hä? Welcher halbwegs intelligente Mensch versteckt denn die Tatwaffe in seinem Schreibtisch und das Handy des Opfers in seiner Jackentasche? Stimmt. Also bitte. Da versucht uns jemand für dumm zu verkaufen. Genau. Gab es Schmauchspuren an seiner Kleidung? Soweit sind sie noch nicht. Ich fahre jetzt noch mal zu Flanders rüber und werde mich mal mit der Haushälterin unterhalten. Die wissen des Öfteren mehr, als man denkt. Hm. Sagen Sie, die Frau Keller, die mögen Sie nicht besonders. Hm? Es geht. Sie glaubt, sie sei etwas Besseres. Hm. Das habe ich auch schon zu spüren bekommen. Und Gilles, wie kamen Sie mit dem zurecht? Das war auch nicht mein Fall. Hm. Er hat sie abserviert. Was, wen? Die Keller. Der Gilles? Ach, das ist ja eine Überraschung. Wegen einer anderen Frau? Ja, auch das noch. Wie lange ist denn das jetzt her? Das ist noch keine 3 Wochen her. Also, so frisch noch? Aber wie hat sie denn da reagiert? Sie war eine Woche krank. Ja, das kann ich mir denken. Hm. Wie lange sind Sie jetzt schon hier in diesem Haus? Knapp 12 Jahre. Wollen Sie noch einen Schluck Kaffee? Hm. Gern, ja, danke. Aber damit ist es jetzt auch vorbei. Frau Flanders hat mir gesagt, ich soll mich nach einer neuen Beschäftigung umsehen. Hm. Wieso? Sie geht wieder nach Amerika, wussten Sie das nicht? Nein. Ja. Und der Professor? Der bleibt hier. Ich habe gehört, Sie wollen sich scheiden lassen. Na, das ist auch ein Haus hier. Das Haus wird verkauft. Mm. Mm. Entschuldigung, kleinen Moment. Ja, Siska? Wissen Sie, was gerade auf meinem Schreibtisch gelandet ist? Halten Sie sich fest, ein Terminkalender.
Die Flanders gibt in den nächsten anderthalb Jahren nur noch Konzerte in Amerika. Zweitens ein Kündigungsschreiben. Astrid Keller hat ihre Wohnung zum Jahresende gekündigt. Und dann noch Schmauchspuren sind an einem Pullover der Keller festgestellt worden. Na, Kollege, was sagen Sie dazu? Wo greifen wir jetzt an? Ja, Hanne, gut. Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig. Astrid Keller geht heute Abend ins Konzert. Das steht schon mal fest. Hanne, brechen Sie die Fahndung nach Professor Schrader ab. Er ist gerade nach Hause gekommen. Ja. Gut, zurück zu Astrid Keller. Besorgen Sie einen Bestuhlungsplan des Theaters. Ja, wo sie sitzt, weiß ich natürlich nicht. Ich kann es Ihnen sagen. Hanne, einen Moment mal. Astrid hat den Platz neben mir. Das ist ein Außenplatz. Links. Haben Sie es gehört? Ein Außenplatz links. Parkett, vierte Reihe. Genau, es trifft sich gut. Ja, nein, nicht vor dem Konzert, nach dem Konzert. Wir lassen uns doch nicht den Abend verderben. Genau, und sagen Sie Wiegand Bescheid. Und vergessen Sie nicht, sich in Schale zu schmeißen. Oh, ich muss noch in die Reinigung. Mein Hemd abholen, ja? Tschüss, bis dann. So. Jetzt zu Ihnen. Sagen Sie, wo waren Sie? Haben die ganze Stadt in Aufruhr versetzt. Naja, ganz so schlimm war es nicht, aber... Es tut mir leid. Wo waren Sie? Bei einem Freund. Ich glaube, ich muss mir mein Leben wieder in Ordnung bringen. Vielleicht ist es ganz gut, dass es so weit gekommen ist. Wie lange sind Sie jetzt schon verheiratet? 7 Jahre. In dieser Zeit habe ich Stufe für Stufe meine innere Stimme verloren. Bin mir selbst abhanden gekommen. Alles, was ich bin, was mich ausmacht, was ich bin. Weg. Meine Frau, hat sie Gillis? Nein, aber sie steckt damit drin.
Was sind Ihre Rosen? Ja, die hätten Sie wirklich verdient. Sie waren wunderbar. Deshalb sind Sie aber nicht hier. Nein. Sie sind hier, weil Sie glauben, ich hätte Gillis umgebracht. Nein, nein, das glaube ich nicht. Schade. Schade, dass Sie nicht ein ganz normaler Anhänglicher für Ehre sind, der nach dem Konzert in meine Garderobe kommt. Ja. Nein, Sie haben Rolf Gillis nicht umgebracht, aber Sie haben gewusst, dass er getötet wird. Sie haben Astrid Keller versprochen, sie mit nach Amerika zu nehmen. Und dass sie ihre Agentin wird. Da hätte sie alles für sie getan. Jede kleinste Andeutung von ihnen war eine Aufforderung für sie. Und dann war da noch die persönliche Abrechnung von Astrid Keller mit Herrn Gillis, dem Mann, der sie wegen einer anderen Frau verlassen hat. Das alles haben sie gewusst und ausgenutzt. Sind Sie fertig? Und dann haben Sie versucht, Ihrem Mann den Mord in die Schuhe zu schieben und somit zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Frau Flanders, ich nehme Sie vorläufig fest wegen des dringenden Verdachts der Beihilfe und Anstiftung zum Mord an Rolf Gillis.